Unheil angerichtet. Eine Harry Potter Fanfiction von Nessa. Gelesen vom Mondniffler. Kapitel 18. Von missglückten Selbstverwandlungen. Als sie das erste Mal von Animagi hörten, hatte gerade erst der dritte Schuljahr begonnen. Peter stieß einen spitzen Schrei aus und auch mehrere andere Schüler wichen erschrocken zurück, als Professor McGonagall sich mitten im Klassenzimmer in eine Katze verwandelte. Wahnsinn! Stieß James mit funkelnden Augen hervor. Sirius, der neben ihm saß, brachte seinen Mund kaum mehr zu. Ein leises Plopp erklang und Professor McGonagall stand wieder im Menschengestalt vor ihnen und machte eine leichte Verbeugung. Die Klasse klatschte begeistert. Der Applaus hielt jedoch nur so lange an, bis McGonagall ihnen offenbarte, dass sie den Animagus-Zauber nicht lernen würden und dass es eine Menge Sanktionen und Restriktionen vom Ministerium gäbe, sollten sie einmal im Erwachsenenalter anstreben, diesen äußerst komplizierten Zauber zu erlernen. In dem Moment, als sie dies hörten, erstarb James und Sirius' Faszination vorerst wieder. Es war Monate später, bereits im letzten Drittel des Schuljahres, als er erneut aufflammte. Dieses Mal in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ihre Lehrerin, Professor Rumatsch, erzählte mehrere Stunden von Werwölfen. Wann immer sie auch nur ein Detail ausstieß, schoss Remus Hand in die Höhe, um es zu ergänzen. Trotz zahlreicher Warnungen seiner Freunde und von sich selbst, dass es ziemlich auffällig war. Werwölfe, erklärte Professor Rumatsch, reagieren in meisten Fällen äußerst aggressiv auf Menschen. Und, Entschuldigung, was ist mit Tieren? Wollte Cordelia Bulstrode, ein Slytherin-Match in ihren Jahrgang, wissen. Für Tiere sind Werwölfe ungefährlich. Wir sollten Tiere sein, Remus, lachte James beim Abendessen. Was ein gewöhnlicher Scherz hätte sein sollen, brachte Sirius mit einem Mal zum Nachdenken. Das ist es, stieß er hervor. Die Idee war geboren. Die übrigen Wochen in ihres Schuljahres wurden zahlreiche Stunden in der Bibliothek gewidmet. Sobald Sirius' Vorschlag verstanden worden war, war James der Animagus-Zauber wieder eingefallen. Sie hatten nicht mehr lange überlegt und mit Remus' Hilfe begonnen, die Bibliothek vorwärts und rückwärts zu durchkämmen. Sie hatten ziemlich schnell begriffen, dass in dem für Schüler öffentlichen Bereiches nichts darüber zu finden war und waren auf nächtlichen Ausflügen zur verbotenen Abteilung übergegangen. Doch auch dort konnten sie nichts als theoretische Beschreibungen finden. Ein Buch darüber, welchen Zauberspruch man anwenden muss, gab es nicht. Anfang Mai lasen sie durch Zufall einen Artikel im Tagespropheten über einen registrierten Animagus. Es war ein zweiseitiges Interview mit der Überschrift »Mein Leben als Eichhörnchen«, das größtenteils nur davon handelte, wie es sich anfühlte, ein Tier zu sein. »Guckt mal, hier wird gefragt, wie man es schafft, ein Alraunenblatt einen Monat im Mund zu behalten«, stieß James plötzlich hervor. Sie beugten sich zu viert über den Artikel und machten alle große Augen. »Ein Monat?« quiekte Peter. »Man muss einen Monat lang ein Blatt lutschen, um Animagus zu werden?« »Das ist doch nicht euer Ernst«, warf Remus verunsichert ein. Sirius winkte grinsend ab. »Das schaffen wir schon. Ist doch nur eine Kleinigkeit.« Niemand hatte ihnen erzählt, dass der Geschmack der Raune übelkeitserregend sein konnte. Oder wie schwierig es war, ein einziges Pflanzenblatt einen Monat unauffällig lang im Mund hin und her zu schieben. Die ersten Tage passierte es immer wieder, dass sie es versehentlich beim Essen schluckten oder beim Quidditch-Training ausspuckten. Aber sie gaben nicht auf und probierten es weiter. Der Juni kam, die Prüfungen wurden geschrieben, der Monat ging zu Ende. Am Tag der Abreise mussten sie schließlich einsehen, dass ihre Bemühungen offensichtlich nicht reichten. James, Sirius und Peter zogen angewidert ihre Blätter aus dem Mund und versicherten Remus, dass sie im neuen Schuljahr weiter nach einer Lösung suchen würden. Im vierten Schuljahr wurden sie kreativer. Nachdem sie eingesehen hatten, dass es mit den Animagus-Zaubern nicht so einfach war, sie aber trotzdem nicht von der Idee abrücken konnten, sich für Remus in ein Tier zu verwandeln, suchten sie nach einer anderen Methode. James und Sirius hatten mittlerweile sogar McGonagall bewiesen,
dass sie zu mehr fähig waren, als man von Schülern in ihrem Alter erwarten konnte. Nachdem es beiden gelungen war, einen Hasen in eine Katze zu verwandeln und das Ergebnis von Professor McGonagall bewundert wurde, beschlossen sie, den Zauberspruch auf ein höheres Niveau auszuprobieren. Sie saßen dazu während der Abendessenszeit in einem der Schulklos und diskutierten darüber, wer den Zauber ausführen sollte. Sirius hatte es einen Tag zuvor geschafft, sich in Kräuterkunde von einer giftigen Tentakula beißen zu lassen, der unerlaubterweise etwas zu nahe gekommen war. Und er war vom Gegengift immer noch ziemlich benebelt, daher hielt keiner es für eine gute Idee, den Zauber an ihm auszuprobieren. »Ich mache es«, meinte James und wusste sofort, dass die Frage nie wirklich zur Debatte gestanden hatte. »Bist du sicher?« hakte Remus nach. »Ihr müsst das echt nicht tun.« »Peter macht sich ja nur schon in die Hose, wenn er mich dabei ansieht«, erwiderte James lässig. Peter starrte ihn entsetzt an. »Was, wenn etwas schief geht?« James zuckte die Achseln. »Was soll denn schief gehen?« 20 Minuten später zerrten Sirius, Remus und Peter ihren Freund in den Krankenflügel, wo Madame Pomfrey ihnen entsetzt entgegenkam. »Sie schon wieder?« »Es ist ein Notfall«, verteidigte Sirius sich und half James, der kaum noch gehen konnte und seine Robe eng an seinen Unterkörper gewickelt hatte, auf eines der Betten. Obwohl die Situation ernsthaft böse hätte enden können, kamen sie nicht umhin, ihr Lachen zurückzuhalten. Nur James saß mit betrübtem Gesichtsausdruck und ängstlichen Augen auf dem Bett. Er hatte die weiße Decke über sein Unterleib gezogen und zitterte am ganzen Körper. »Sie brauchen jetzt nicht so zu tun, Mr. Potter«, bemerkte Madame Pomfrey streng. »Das haben Sie sich wohl selber zuzuschreiben.« Sie eilte in ihren Krankenflügel umher und suchte nach einigen Zaubertränken. »Ich komme nicht umhin, Ihre Hauslehrerin zu bitten, das wieder in Ordnung zu bringen.« James nickte bloß. Ihm war alles recht. Madame Pomfrey wollte erst Peter losschicken, aber dann entschied sie, keinen der Jungen jetzt noch aus dem Krankenflügel zu lassen. »Sie bleiben hier und fassen Sie ja nichts an«, sagte sie, ehe sie verschwand. Sirius zog neckisch an der Bettdecke, die James um sich geschlungen hatte. »Komm schon, zeig uns das nochmal.« James war kreideweiß im Gesicht. »Nein!« »Sirius, lass es lieber bleiben«, mahnte Remus und sah so tief. »Ich will euch nicht sagen, dass ich es euch nicht gesagt habe, aber...« »Das bringt jetzt auch nichts«, jammerte James. »Schaut mich an, es fühlt sich schrecklich an.« Peter klappte den Mund auf. »Tut es sehr weh?« James vergrub das Gesicht in seinen Händen. Remus räusperte sich. »Warum musstest du auch ausgerechnet einen Löwen wählen? Wäre es vielleicht besser gewesen, du hättest dir etwas Einfaches ausgesucht?« Er blickte auf die Bettdecke, unter der sich die deutliche Form von zwei großen Pfoten abzeichneten. »Also ich finde es super«, lachte Sirius. »Und so misslungen ist dein Werk doch gar nicht. James, guck mal, du hast ja sogar den Schwanz angezaubert.« Er griff nach dem buschigen Körperteil und wedelte damit herum. »Finger weg!« stieß James in viel zu hohen Tonfall hervor und schüttelte Sirius Hand ab. Remus verdrehte die Augen und versuchte weiterhin Mitgefühl zu zeigen, indem er James Schulter tätschelte. Peter hatte sichtliche Angst. »Was, wenn James jetzt für immer mit einem halben Löwenkörper herumlaufen muss?« fragte er. »Oder was, wenn er zurückverwandelt werden kann, aber er stimmt nicht mehr alles, ihr wisst schon, dort unten?« »Haltet endlich eure Klappe!« James ließ seine bebenden Hände sinken. Er war mittlerweile blasser als eine Leiche. »Sirius meint das nicht so«, versicherte Remus ihm. »Das liegt an seinen Zauberträgen gegen das Gift von gestern.« Sirius murmelte etwas, das wie »Dank der halben Mähne hast du auch mehr Gesichtsbehaarung« klang. Doch James kam nie dazu, ihn für diese Bemerkung anzufahren. Denn in diesem Augenblick kam Madame Pomfrey gemeinsam mit Professor McGonagall in den Krankenflügel geeilt. Ihr Vortrag war beinahe noch unangenehmer als die Rückverwandlung. James musste über die Nacht im Krankenflügel bleiben. Aber es war ihm nur recht. Denn etwas Ruhe konnte nach den zahlreichen Sorgen und Scherzen seiner Freunde nicht schaden. Er war gerade dabei einzuschlafen, als Sirius plötzlich über ihn erschien und den Talumhang über den Stuhl neben dem Bett legte.
Keine dummen Sprüche, warnte James sofort, als er bemerkte, dass Sirius immer noch leicht grinste. Sirius wehrte ab. Keinen einzigen, versprach er. Wie fühlst du dich? Taub, erwiderte James nur. Er hatte kein Gefühl mehr in seinem Unterkörper und konnte nicht leugnen, dass es ihn in Panik versetzte. Aber McGonagall hatte versichert, dass es mit aller Wahrscheinlichkeit im Verlauf der Nacht zurückkehren würde. In Sirius' Gesicht flammte Mitleid auf. Soll ich dich mal kneifen? Untersteh dich, stieß James hervor. Er keuchte laut. Das wird schon wieder. Sirius nickte und setzte sich zu ihm auf die Bettkante. Ich werde die Verwandlung das nächste Mal auf mich nehmen, beschwor er. James schüttelte den Kopf. Ein nächstes Mal wird es nicht geben, sagte er so ruhig wie möglich. Wir brauchen eine andere Idee. Sirius seufzte. Okay, ich werde mit Remus und Peter darüber sprechen. Er berührte prüfend James' linkes Bein, doch James reagierte nicht darauf. Kann ich etwas für dich tun? Wollte Sirius dann wissen. James nickte. Versprich mir, dass wir nie wieder über diesen Vorfall reden. Ein Lächeln huschte über Sirius' Gesicht. Naja, es war amüsant. Sirius. Gut, gut, versprochen. Sirius hob feierlich seine Hand. Ich schwöre, dass ich nie wieder erwähne, dass James Potter es geschafft hat, sich einen Löwenschwanz an den Hintern zu zaubern. Haha. Sein Lachen wurde von den Kissen erstickt, das gegen seinen Kopf flog. Zaubersprüche waren danach erst einmal abgeschrieben. Die nächste Idee war origineller und im Nachhinein betrachtet beinahe noch dämlicher. Weil Remus seit einigen Wochen fand, dass er den Stoff aus vorherigen Klassenstufen langsam anfing zu vergessen, hatte er sich vorgenommen, seine alten Schulunterlagen noch einmal durchzugehen. Es war seine Notizen aus dem zweiten Schuljahr, welche ausschlaggebend für den nächsten großartigen Einfall waren. Vielsafttrank! Das ist es! Rief Sirius, der mit Remus zusammen den Stoff durchging, voller Enthusiasmus. Sie wussten natürlich, dass die Herstellung dieses Trankes ihnen nicht erlaubt war. Doch, nachdem sie sich schon an einer illegalen Animagus-Verwandlung versucht hatten, hielt sie diese Regelung wohl kaum noch mehr davon ab. Sobald Remus erneut seine Bedenken geäußert und Sirius ihm geduldig zugehört hatte, besorgten sie beide des Nachts die Zutaten aus Lacons Vorratsschränkchen. Sie mischten den Trank in ihren eigenen Badezimmer, was ihnen einige verwunderte Blicke ihrer Zimmergenossen einbrachte. Einen Monat brauchten sie, bis der Trank fertig war und in seiner Perfektion vor sich hin blubberte. James drehte sich nur schon beim bloßen Anblick beinahe der Magen um. »Habt ihr die Haare besorgt?« wollte er wissen. Remus nickte und öffnete seine Hand. »Maushaare«, verkündete er. »Ich denke, es ist besser, wenn wir dieses Mal kleiner beginnen.« Er überreichte James die winzigen Härchen und James mischte sie erwartungsvoll in den dickflüssigen Trank. »Das sieht richtig eklig aus«, bemerkte Sirius und schüttelte sich. »Aber ich trinke es dieses Mal.« »Nein, du hast schon die Zutaten besorgt«, erinnerte James. »Und außerdem spielen wir morgen Quidditch. Wir brauchen dich. Und wenn dir heute etwas schief geht, und wer soll den Trank dann trinken?« wollte Sirius wissen. James seufzte und blickte gespannt in die Runde. »Peter?« »Ich?« schrillte Peter. Er atmete schwer und rutschte auf den Boden bis an die Wand und schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht.« James verdrehte die Augen. »Das wäre nur fair.« Sirius pflichtete ihm bei. »James hat den letzten Fehlschlag auch überlebt.« James warf ihm daraufhin einen finsteren Blick zu, aber er sagte nichts weiter. Remus seufzte. »Also, ich will nicht, dass sich jemand gezwungen fühlt.« »Außer du willst, dass die Vollmondnächte besser werden«, korrigierte James. »Wenn wir es schaffen, uns in Tiere zu verwandeln, können wir mit dir raus aus der Hütte.« Remus seufzte erneut und ignorierte James' Kommentar. »Du musst es nicht tun, Peter.« Peter war ganz rot geworden vor Aufregung und hielt den Blick gesenkt. »Gut, ich mach's«, murmelte er schließlich. »Aber nur, wenn ich dafür ihre Hausaufgaben abschreiben darf.«
Für den nächsten Monat, versprach James und füllte den Trank in ein kleines Glas, das er Peter überreichte. Peters Hände zitterten so sehr, dass er es beinahe fallen ließ. Aber er versuchte tapfer zu lächeln, bevor er den Inhalt des Glases in seinen Rachen leerte. Sie hatten nicht mehr gewusst, dass der Vielsafttrank für Tierverwandlungen nicht geeignet war. Nachdem Madame Pomfrey Peters Zähne wieder in ihren Normalzustand verzaubert hatte, hatte sie nur noch den Kopf geschüttelt. Der Animagus-Zauber erschien schließlich immer noch die beste Lösung zu sein. Sie begannen wieder, Aeronenblätter und Tau zu sammeln und durchforsteten die Bibliothek. Sie fanden heraus, dass das Mischen eines Zaubertranks nötig war. Doch so sehr sie sich auch bemühten, sie fanden weiterhin keinen einzigen Hinweis, welcher Zauberspruch für den letzten Schritt der Transformation gesprochen werden musste. Was, wenn Professor McGonagall die Unterlagen dazu hat? Schlug Peter eines Tages beim Mittagessen vor. Es klang logisch. Sie wunderten sich, warum sie noch nicht auf den Gedanken dazu gekommen waren. Sie mussten im Büro ihrer Hauslehrerin nachforschen. Diese Erkenntnis war noch gefährlicher als ihr vorherigen. Sirius meldete sich freiwillig, sich in Professor McGonagalls Zimmer zu stehlen und es nach Unterlagen zum Animagus-Zauber zu durchsuchen. Er spendete dafür sogar sein Unterricht in Muggelkunde, obwohl an diesem Tag sein Lieblingsthema Motorräder diskutiert wurde. Er borgte sich James Tarnumhang und suchte sich die Zeit nach der ersten Stunde nachmittags aus. Denn zu dieser Zeit unterrichtete Professor McGonagall den jüngeren Jahrgang der Gryffindors, welche dafür bekannt waren, äußerst laut zu sein. James, Remus und Peter hatten zudem den Auftrag gefasst, auf den Korridoren in der Nähe des Büros zu warten, um McGonagall bei Bedarf abzufangen. Nur leider hatten sie nicht damit gerechnet, dass sich McGonagall nicht so leicht abfangen lassen würde. Das Problem war letzten Endes wahrscheinlich nicht einmal, dass Sirius unerlaubterweise im Zimmer einer Lehrerin war und auch nicht, dass er an deren Unterlagen stöberte oder dass er sich für den Animagus-Zauber interessierte, denn davon wusste kein Lehrer. Das Problem war, dass sie sich 2 Wochen vor den Jahresabschlussprüfungen zu diesem glorreichen Plan entschieden hatten und Sirius dummerweise in dem Moment, als Professor McGonagall die Tür ihres Büros öffnete, ein erstes Exemplar der Prüfung in seinen Händen hielt. Er hatte sich nicht einmal eine Ausrede einverlassen können, so schnell hatte sie schon reagiert. James musste Sirius danach versprechen, ebenfalls nie mehr über diesen Vorfall zu reden. Es ersparte Sirius zwar nicht das Nachsitzen, das er die folgenden Wochen für jeden Abend bekam, die meisten Strafarbeiten, die er jemals bekommen hat, aber er fühlte sich danach etwas besser. Noch am selben Abend versuchten sie es erneut mit den Alraunenblättern. Das 5. Schuljahr begann wie immer und dieses Mal hatten sie keine Ideen mehr. Ja, Leute, das war das heutige Kapitel. Es freut mich sehr, dass ihr noch immer dabei seid und dass sogar die Fanfiction aktuell beliebter als sonst ist. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob euch auch dieses Kapitel gefallen hat. Und wir sehen uns dann nächste Woche, natürlich Dienstag um 15 Uhr wieder. Macht's gut und tschüss.